Hey, Hallöchen. Heute möchte ich euch ein paar Produkte zeigen, die ich gefunden habe, die ich gegessen habe und die ich mit euch teilen will. Und ich habe gerade festgestellt, dass es brutal viel Süßkram dabei ist, ja? Anscheinend bin ich ein Schleckermäulchen. Ja, jedenfalls habe ich gefunden beim DM das hier, dunkle Schokotrüffel. Und die sind unglaublich lecker. Ja, ich liebe das. Da hast du so eine richtige Kugel im Mund. Die sind vegan. Die sind Fairtrade. Die sind mit 72% Kakao und einfach nur der Hammer. Ja, da hinten ist das Vegan-Siegel, gibt es beim DM. Natürlich ist das nicht das Gesündeste, aber ich zeig dir euch, die sind echt lecker. Bell Bio. Dunkle Schokotrüffel, 100 Gramm, die sind einzeln verpackt, ja, also man muss nicht diese 100 Gramm Packung auf einmal essen. Man kann, aber man muss nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin war, vielleicht 10 so Kügelchen, ja, und kann man sich dann mal ab und zu eins rausnehmen. Hast du allerdings wieder Plastikverpackung. Dann, das habe ich gekauft und meine Kinder haben es geliebt. Schakalode, das ist eine Schakalode, eine vegane Schokolade, Bio, und die ist auf Reisbasis, aus Reispulver und Getreideextrakt, und ja, eine helle Schokolade, ja, also eine helle Schokolade. Die haben sie so schnell weggegessen, ich konnte die nicht selber probieren, aber sie muss unglaublich lecker gewesen sein. Die gab es beim Rewe. Dann gibt es schon beim DM Ostersachen und ich habe auch schon eingekauft, weil wir stehen alle auf Rhabarber. Und das hier sind Erdbeer-Rhabarber-Konfekt und das sind einfach so Fruchtkugeln gerollt. Unglaublich lecker und wirklich gesund. Also die haben jetzt wenig Fett, 0,7 Gramm. Und wenn man die so auf die Zunge nimmt, dann denkt man schon, boah Gott, ist das sauer. Aber man kann nicht aufhören damit, ja? Also kann ich euch empfehlen, gibt es jetzt Ostersortiment, 80 Gramm, vegan. Dann habe ich gefunden, beim Lidl war ich mal wieder, habe die vegane Pizza gesucht und sie hatten sie auch, aber ich habe sie nicht mit. Ich war beleidigt sozusagen. Ich habe das hier mitgenommen. Es gibt jetzt ein neues veganes Schokoladeneis am Stiel auf Kokosnussmilchbasis. Und das sieht hammerlecker aus. Meine Kinder sagen, das erste zweimal schlecken hätte es ihnen nicht geschmeckt, aber dann. Also, habe ich auch noch nicht probiert, weil sowas ist immer weg. Ich finde das super, so ein kleines Stieleis. Es gibt ja jetzt auch ein veganes Magnum, aber das hier ist natürlich günstiger. Dann habe ich ja neulich schon mal ein Video gemacht zu diesen Mais-Snacks. Ja, das sind jetzt hier, ist die leere Packung, und zwar sind das so ganz lange Stangen. Ja, das ist echt super. Und die sind hier aus 80% Maisgrieß und aus 20% Hirsegrieß. Also das hier ist das Produkt vom Rossmann, das sind so lange Stangen. Und das hier habe ich heute auch gekauft beim Rossmann. Das ist wieder sowas anderes, ja. Ich glaube, das habe ich auch vom Rossmann, diese Stangen. Oder vom Netto, bin ich mir jetzt nicht sicher. So lange Stangen kannst du knirpsen. Und ja, die sind lecker. Die sind nur aus Mais, ne? Muss ich gerade mal gucken. Ja, steht ja auch drauf, Maisstangen. Ja, lecker. Dann hatte ich noch die hier. Rucola-Süßkartoffel-Ecken. Ist jetzt nichts Süßes, aber fand ich auch lecker. Die schreiben natürlich, man soll das in der Pfanne machen. Die sind leicht ölig von sich aus. Ich habe die im Backofen gemacht, alle vier Ecken. Und gefüllt sind die halt mit Süßkartoffeln und Rucola. Und die waren mal richtig, richtig lecker, wenn ihr das nicht kennt. Und die, wo habe ich denn die her? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, schreibe ich euch dann unten noch rein in die Infobox.
Avita, die haben auch so eine Art wie Gemüsestäbchen, die waren auch super lecker. Also von denen finde ich finde die Produkte lecker und diese Panade außenrum, die hat auch was für sich. Die haben 8,7 Gramm Fett auf 100 Gramm. Da ist halt Öl drin, wieder mal. Wenn ich das durchlese, ist da Öl drin irgendwo am Schluss, ja, Sonnenblumenöl. Aber ich finde, kann man auch mal essen. Ja, ich werde das jetzt nicht so oft kaufen. Ich habe das mit und diese Gemüsestäbchen und liegt in der Tiefkühltruhe, wenn es mal schnell gehen muss. Aber eigentlich schmecken uns die anderen Burger, die wir selber machen, dieses Trockenpulver schmeckt uns besser. Aber die sind auch mal eine Abwechslung. Ja, okay, das waren meine Produkte, die ich euch zeigen wollte. Vielleicht ist irgendwas für euch dabei, wo ihr denkt, ah ja, das kann man auch mal probieren oder so. Ja, und das war's für heute. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich grüße euch und ich sage Tschüss.